Hey du, kleiner Timmy, kannst du mal da an der Hm? Rinde lecken? Was? Ich war gerade dabei, mich zu bücken, um diesen dicken Ast hier aufzuheben. Jetzt hör doch mal auf mit dem Unsinn, Junge. Soll ich da noch die Rinde runterreiben? Ich habe aber leider gar kein Messer dabei. Ja, natürlich, die musst du mit den bloßen Händen runterruppeln. Warum habe ich auf einmal so einen leicht schwäbischen Dialekt gehabt, weißt Ja, na klar, weil du hier so ein Köttbullar hinten du das? reinbekommen hast. Schwabbelschwabe, guck mal. Oh, die Rinde ist leicht grünlich. Ist das nicht dieser atomare Superbaum auf diesem alten Uranfriedhof von den Da hinten ist ein Indianern? Uranvieh, da hinten. Siehst du das nicht? Aber guck mal, da in die Richtung, wo ich gucke, da ist so ein Haus. Da ist ein Haus, stimmt. Der ist schon da. Bigfoots altes Hüttchen. Ui. Aber guck mal, hier, das ist ja ein ganzes Dorf. Hast du Dorf Haus? Yellow. Hausangebote? Da sind die Immobilienpreise sehr niedrig, weil da alles nach Pipi riecht. Boah, Das ist Dorf Yellow. Alter, gestern beim Einkaufen, ne? Ohne Witz. Irgendwer im Umkreis, so, weil, hat übelst nach Pipi gestunken. Ich habe erst Also du gedacht. meinst, irgendjemand hat sich in die Hose gemacht. Ja, wirklich. Weil das Und dann immer. hast du nach unten geguckt, hast realisiert, oh verdammt, wann ist das Nee, denn ich habe passiert? extra geguckt und an meinem Shirt gerochen. Wirklich, hast du richtig so, nein, ich bin's Ja, nicht. ja, ja, ja. Diesmal bin ich trocken in den Supermarkt. Guck mal hier, Benzin. Alter. Aber Gaso, hast du was gefunden, Schublettos? Nö, keine Schublettos drin. Keine Schublettos. Schubletten. Schublettenkäse. Ein alter Sch Gereift in der ein Schublade. alter Schublettenkäse. Hey, hier ist eine Spitzhacke für dich. Was soll ich denn mit einer Spitzhacke? Signalpatrone, ist hier noch was? Drohnenbatterie. Hab hier einen alten Tillister gefunden. Ne? Ein Haben wir denn hier Tillister-Twister. Schönes? Ist ja alles empty. Ist alles empty. Da müssen sparen. Hier, komm mal in die Hütte rein. Da ist noch Zeug für dich. Hier ist eine Pistole. Da kannst du dir nämlich hier noch Signalpatronen-Zeugs holen. Ich schau gerade hier, ob hier noch was ist, aber. Und hier ist eine alte Zeitung. Jäger gefunden, tot. In der anderen Hütte nebendran. Also die habe ich noch nicht gelootet. Da kann ich Achso. nicht sagen, ob was ist. 556 Munition, brauche ich nicht. 556 brauche ich für die Maschinenknarre, ne? Ja. Da kann ich ihm nämlich ordentlich geben, weil ich habe ja diesen. Ich mache mehr Damage mit Schusswaffenskill, weil ich bin der Opa. Ne? Ja, wollen wir hier campieren oder? Gut, wir erstmal durchsuchen wir alles, würde ich sagen. Gewehr für dich wäre halt sexy. Du auch eins hast. Was ist denn das hier, Alter? Ach so. Eine Drohnenbatterie nehme ich mal mit. Ach, weißt du jetzt, wie man das einsetzt hier, das GPS-Ding? Nee, wie denn? Jetzt musst du, glaube ich, irgendwie auf rechte Maustaste musst es dann so anlegen, sozusagen, und dann kannst du es mit der linken, kannst du es dann reinstechen. Also ich muss ihm das voll reinzapfen, Wurde ne? mir zumindest in den Kommentaren gesagt. Danke nochmal an all die Menschen. Oh, Oh, ah. hier ist der Baseballknüppel. Ah, ich habe auch was gefunden, Junge. Schöne Baseballschläger? Schrotflinte. Echt geil. Schöne Schrottiflinte. Alter, hier ist so ein Film, Oh, du kannst Junge. Kerzen anzünden und es romantisch machen. 35 mm Beim Film habe ich Reindeer. gefunden. Echt? Ein 35 mm Film? Ja, so heißt er hier. Steht da. Hier auf die Blu-ray von 35 mm. Geil. Guck mal, ich kann den Fernseher Alter, peitschen. dem Fernseher, der hat richtig gefunkt. Der hat ihn kaputt gemacht. Damit lock ich Toll. Bigfoot an mit meinem Ja klar, wenn der dicken seine Knüppel. Serie nicht mehr gucken kann. Ja, wenn der seine hier, wie heißt es hier, Cambridge Diaries? Alle unter einem Schacht. Alle unter einem Schaft? Alle unter einem Schaft, sein Lieblingsfilm. Alle in einem Knast. Ich bräuchte Geht's hier Medikit. auch noch runter? Ich bin nämlich aus Versehen ein paar Mal in Bärenfallen getreten. Hast du gar keins? Nö. Ich hab drei. Keine. Wie verletzt bist du denn? 50 habe ich noch, 49. Ich geb dir eins. Aber wir finden bestimmt noch welche. Hier unten ist noch ein bisschen was. Unten am Lake Townsend. Lake Townsend? Alter, yo, da ist noch ein Schild. Und eine Hotquelle. Da wird's hot gequält. Kann man eigentlich die Leiter hier hoch? Nee. Ist mir geil, da oben so sitzen. Ja, auf dem alten Biggie die Foot warten. Ein bisschen auf den Biggity Foot. Jetzt wird's aber. Old Faithful Bussin. Jetzt wird's natürlich dunkel hier. Da hinten ist doch der Stinklarvenfluss. Na, vom Rapala, ey. Und am Rapala. Bald Bussin. Was kann man denn am Bussin so alles machen?
What can we do on the Bassen? Ich weiß. Das ist ja hier der Bassen. Das ist der Bassen. Wow, das war close. Das ist kein Bär. Nee. Ich finde, wir sollten beim Wichteldorf chillen, oder? Naja, wir können ja ins Wichteldorf gehen, so denn die Übernacht. Wenn es jetzt dunkel wird, ja. Lass abwichteln. Gehen wir lieber ins Wichteldorf. Aber da müssen wir jetzt wieder hochkommen. Wir sind da runtergesprungen an der Kante. Ah, wird es ja schon irgendwie einen Weg geben? Guck ja, mal hier in der Mitte, oder? Von rechts. Warte, mach, bleib mal stehen. Warum? War da was? Nee. Okay, kleiner Timmy. Du machst wieder deinen Gesang. Wir müssen ihm das harte KLS-GPS reinhauen. Hast du auch dein Barbecue dabei? Dein Hot Flavor? Ich hab Hot Flavor Barbecue, Daddy Sauce. Boy Barbecue, deine Daddy Sauce? Ich hab meine Daddy Soße dabei. Ich hab eine scharfe Daddy Soße. Ganze Flasche. Okay, ich mach hier, mach ich jetzt eine Falle hin, ja? Nicht reinrennen, bitte. Ei, Papi. Ei, Papi, das ist aber eine scharfe Soße. Oh. Da schlägt's aber 13. Da spielt doch jemand mit seinen Genitalien im Wald. Das höre ich doch sofort. Oh, der wird uns zerreißen. Ich habe mir eine mandelnde Wunde zugezogen am Schienbein. Während ich sie kratze, bin ich hintenrum total ungeschützt. Ich habe eine Jogginghose an, wo der Bund ausgeleiert ist. Sieh deine Bigfoot-Jäger-Jogginghose an, Junge. Die mit dem ausgeleierten Bund. Meine Lockhose. Ohoho, da ruft schon die Polizei an. Ja, hallo. Hey, hallo. Ich hab meinen neuen Pyjama an mit der Popoklappe, aber sie haben vergessen, Knöpfe einzunehmen. Jetzt ist die Klappe immer offen. Und da die Hütte kein Klo hat, muss ich nachts ganz alleine rüber zu den Dixie-Toiletten laufen. Zu den Dixie-Chick-Toilets. Oh, da ist er! Dixie-Chick! Guck mal, am Fenster ist er entlang. Da ist er! Geh mir auf die Fresse! Hans, gleich... Au! Alter! Alter, von hinten! Was hat er denn da? Irgend so ein Besen? Hausmeister Putt! Gib ihm hier so eine... Ja! Genau! Er brennt! Er brennt! Alter! Die Standuhr hat er gerammt! Alter! Boah! Hat er dir Schaden gemacht? Ja, ordentlich. Ich habe nur noch 58. Gerade war ich wieder fast voll. Der macht jetzt mehr Damage, hä? Der macht irgendwie mehr Damage. Der ist im Rausch. Willst du noch eine Trapo-Klappo legen? Ich hätte noch einen Kanister liegen. Warte, hier. Ich leg noch eine Trap. Aber es geht immer nur eins, ne? Ja, ich könnte die Trap hier vorlegen. Und wenn er dann anfängt wieder zu sprinten, dann musst du auf den Kanister schießen. Oder ich leg die Trap hier in die Tür. Warte, ich leg die Trap hier in die Tür. Weil dann burnt er und dann geht er in die Trap. Guck mal, ich geb dir auch mal so eine Harpune. Ja. Ein GPS-Sensor. Alten G-Punkt-Sensor. Der alte G-Punkt-Sensor, oh Mann. Ah, warum ist das alles so schwachsinnig? Ich weiß es nicht. Aber mit dem G-Punkt-Sensor von Kreis Industries? Wie ernähren Sie Ihre Familie? Nun. Au! Was war das denn schon wieder? Was machst du denn? Kacke. Warte, entschärf das Ding. So, komm. Ich wollte gar nicht raus. Aber ich habe mir irgendwie den G-Punkt-Sensor gestoßen. Ja, aber einfach mal hier die Vorhänge zu, dann ist alles gut. Der kommt da nicht rein. Ich bin schon wieder auf dem Weg zum Dixie-Klo. Eine Stunde habe ich gebraucht. Unterwegs habe ich einen glitzernden Stein gesehen. Nach ihm habe ich mich gebückt. Jetzt habe ich Kopfschmerzen und keine Erinnerung mehr an den gestrigen Abend. Vielleicht ist mir der Stein auf den Kopf gefallen. Ich lag eine Stunde bewusstlos im Wald. Ohne Jogginghose. Ohne Knöpfe im Pyjama. Er war aufgerissen.
Es lockt da, ihn. Da. Es lockt ihn nicht mehr. Doch. Wo? Da hinten. Ajo. Hat der eine Harpune? Ach du, der Kanister. Ja. Oh, Falle und Kanister. Er ist doppelt sauer. Doppelt sauer. Er rennt doch weg. Alter. Was ist jetzt los? Was Alter. Denn? Was? Erdbebentest oder was? Der Earthquaked uns. Alter, er Earthquaked hart. Alter, kann Earthquaken? Oh shit, ich hab daneben geschossen. Mir geht's nicht gut. Da! Nee, er hat mich auf den Boden gelegt. Oh, er slammt mich. Alter, was war das denn für ein Earthquake? Oh. Nochmal einen mitgegeben, so. Oh. Meine Jogginghose ist aufgerissen. Ein Joggingriss, ha? Alter! Alter, das war übel. Ich habe auch keine Muni mehr fürs Gewehr. Alles raufgerotzt, was ich hatte. Boah, macht der noch eine Runde? Ich lege hier eine Falle hin. Was jetzt sag nicht, der macht noch eine Runde. Warte, vielleicht kann ich die Dings geben. Was war das? 556 das Gewehr, ne? Ja. Ah, ja, da habe ich noch ein bisschen was in der Tasche. Ich noch vielleicht was für dich? Pistolenmunition? Ich habe Shotgun-Muni. Alter, die Couch. Gauche gegeben. Oh, vergiss nicht die Signalfackel, damit kann man auch peitschen, wenn du eine hast. 6 dicke Gauchos. Schöne Gauchos habe ich. Mach keinen Spruch, mein Opa ist bei Gauchos. Beim Gaucho-Wandern ist mein Opa verschleppt worden. Auf der großen Gaucho-Wanderung. Die große Gaucho-Wanderung 95. Oh Mann. Randa-Licht mal anmachen, damit er weiß, hier ist ein Boy. Hey, Bigfoot, hier ist ein Boy drin. Die Boylampe. Die Boylampe brennt. Das blaue Licht symbolisiert Knabe. Er kommt nochmal? Keine Ahnung. Richtig hot, ne? Der hat noch 500 Leben. Weißt du, der kommt aber nicht, weil ihn das anlockt. Er kommt irgendwann, weil er sich denkt, was reden die da? Das war hier mal ein seriöses Camp. Oh, guck mal hier, das Buch. Wir waren mal Kunstlehrer hier. The Secrets of Kreis Industries. Ja, The Secrets of Kreis Industries. 1972 steht das ja sogar. Guck mal, steht wirklich 1972. Nee. Denkst du, das war's? Weiß es nicht. Trau mich irgendwie nicht raus, wenn ich ehrlich bin. Ah, guck mal, er hat was gegessen. Ich von... irgendwo Müll. Müllburger. Schmand. Schmandsack. Einen alten Schmandsack gefunden. Einen alten Schmandsack am Fluss unten gefunden. Einen alten Mannschmandsack. Hm, eine große Portion Mannschmand am Morgen und schon ist mein Zuckerhaushalt wieder auf einem extrem guten Level. Aufgrund des Glukör-Levels sinkt mein Zuckerspiegel so langsam, dass ich keine dämlichen Energy-Drinks mehr brauche, die mir Influencer verkaufen wollen. Die neue Erfindung, Glukör. Ja. Neue Erfindung. Diese gesunden Energy-Drink-Pulver, die ja gesund sind im Gegensatz zu Energy-Drinks. Sagen auch Experten. Die Influencer, ja, die sagen, hey, trink davon einen Liter am Tag, dann geht's dir gut. Keine Schmerzen mehr. Keine Schmerzen. Alter, hier ist so eine Schaufel. Warst du schon in der Hütte hier, in der kleinen? Ja. Über MT. Boah, die ist voller Scheiße. Ja. Ih, hier ist sogar... Alter. Hast du den Handabdruck hier gesehen? Mit Code? Hier ist ein Codeabdruck, richtig. Jetzt? Echt. Richtig? Ja, guck doch. Wie hat er denn abgewischt? Ja, guck mal. Guck mal da rein. Guck mal da rein auch. Das ist von oben bis unten alles zu. Alter. Da wird's dunkel, wenn man da reingeht. Ja. Ich wüsste, das durch so eine Wand. Und der hustet, wenn er da drin ist. Geh mal rein. Ja, ich hab's gehört. Alter, eklig. Oh, ein Elch irgendwo hier in der Ferne. Ja. What? Oh. Nee, jetzt. Alter, jetzt sag mir nicht, dass er paarungswillig ist. Ich hab heute das Brunft. Er wird abgebrunftet. Ich hab nur noch 12. Wir müssen... 72. Wir müssen weiter, wir müssen Materialien finden. Ja, wir müssen Kram finden zum... Wow, Geröllheimer. Und der alte Geröllheimer. Geröllheimer. Geröllheimer.
Ajo, Kroll. Ajo. Ajo, Hennisch Krollheimer gesehen. Xenger. Xenger hat mit Stein geschmissen. Der Schafsäckel. Dreck, nein, ich mein Gesicht geschmissen. Geschmissen ist auch so ein. Oh Mann. Worfe. Da fehlt doch ein Buchstabe. Ja, da fehlt dauernd Buchstabe. Dein Mutter fehlt Buchstab. Ist das eine alte Drohnenbatterie hier oben? Die will ich nicht mal mitnehmen, das alte Stinkeding. Das alte Stinkeding, das eklige. Guck mal, wenn wir hier diese Straße entlang gehen, so im Fluss ist ja auch nochmal irgendwas. Ach so, da in der, im, ja stimmt. Ja, ja, genau, im See, im Lake Yellow. Im Yellow Lake. Warum ist das, was ich so gerne? Ist das ja Pipi? Musst du trinken, die Pipi. Musst du trinken, die Pipi. Hast du eigentlich mittlerweile mal dieses Covid-Special gesehen? Nee, immer noch nicht. Ich komm ja zu nix. Erzählt mir ständig von irgendwelchen Serien, die kein Mensch kennt. Welche Serien, die jeder kennt? Wenn ich eine Serie angucke, ist es... Hast du mal The Servant gesehen? Von M. Night Shyamalan? Auf Apple Plus? Das ist eine Serie. Nee, hab ich nicht gesehen. Mit Rupert Grint. Und hier reinlatscht, oder? Hä? Ist auch so hier Rupert. Entlang. Ruben Rupert, Alter. Roman Rupert Grint. Überhaupt das gibt's. Irgendwie, glaube ich, werden wir enttäuscht sein. Also einer meiner Zuschauer hat ja jetzt ein Kind bekommen und hat es Ruben Roman genannt. Ach Quatsch, keine Ahnung. Ach Quatsch. Ruben Roman. Dann eher Gliedmund, hätte ich dir eher geglaubt. Gliedmund. Die Familientaube, Ruben Roman. Familientaube, aus was? Ui, Totem. Achso, das Familientotem. Alte Familientotem. Guck mal, da köchelt jemand was. Oh. Boah, was ist das denn hier? Kannst du Foto machen, Kleiner. Der Island Ranger. Der Island Ranger. Der Lonely Island Ranger. Noch eine Flinte. Aber ich brauche Müll. Also. Hier ist noch eine Pistole, eine G17. Die haben wir ja schon. Pistole, ich brauche Säckel. Ein Lebenssäckel. Also Nussmischung. Guck mal, hier ist noch was. Eine Signalpatrone, nehmen wir mal mit. Das ist von Ruben. Und hier hast du Pistolenmunition mitgenommen. Ja, ja. Aber ich habe noch ein bisschen was, dann nehme ich nämlich die Pistole jetzt gar nicht. Nehmen wir mal Trapp mit. Der alte hier, Trapper Hans. Na gut. Ajude, hä? Müssen weitergehen. Immer weiter. Waren wir da hinten schon? Nee, ne? Boah, Alter. Vorsicht, das Butterkante. Oh, Kacke. Das ist schlecht. Oh, oh, oh. Butterkant. Nee, da können wir rüber. Lass mal rüberschleiden hier. Vorsicht, Großvater, ich slide hinten in dich rein. Hä, warum bist du immer langsamer? Hast du deinen Gürtel nicht festgezogen? Was ist das denn hier? Lake Village. Ist hier auch wieder ein Codeabdruck? Oh ja, Alter. War Bigfoot hier mal überall kacken oder was? Der markiert. Markackt hat er. Oh, hier, Rohrzange, eine alte. Und schon wieder 35mm Arbeitstitel deiner Mom. Autobatterie. Oh, die ist gut. Kannst du nämlich schön abdazzeln. Alte Makakenzange. Dann hat Großvater mich in die Makakenzange genommen. Die war belgisch. Knallfackel. Wir haben gar keine Notizen, ne? Normalerweise gibt es doch immer hier so ein paar kleine Storys. Stimmt. Oh, ich habe ein Feuerwerk. Oh, ich habe einen Code 4423. 4423. Oh, ich habe direkt den Safe gefunden. 4423. Okay. Ein Sniper für dich. Gib dir die andere, weil ich habe den Bonus. Den Bonus-Schaden. Aber keine Heilung, du. Das wird
Wird halt, warte mal hier. Komm mal her. Wo bist denn du? Hast du hier eingesammelt? Ja, ich gebe dir hier meine. 7. Und nochmal hier ein bisschen Muni. Was ist der Hänselt da irgendwie rum irgendwo? Ja, der schwänzelt. Schwänzel und Wedel. Guck mal, hier ist noch eine Patrone für dich. Signalpatrone. Bis wo? Auf dem Sofa. Auf dem Sessel. Schwänzel und Wedel verknoten sich im Wald. Der Ei war Alter, hier ist auch noch Kot. Ist kein Blut. Ein Kotblut. Ist auch Blut vor der Hütte. Könnte aber auch von irgendeinem Durchfall stammen oder so, ne? Ja, vielleicht hat er auch so einen fiesen Spritz. Ich habe ein Erste-Hilfe-Kit für dich. Ich habe auch eins. Na gut. Ich habe noch 57. Das jetzt nutze, bin ich wieder relativ voll. Alter, ich habe richtig viel hier so Pallenzeugs. Ich habe einen Gaskanister, ich habe Feuerwerk, ich habe hab Benzin. Alter, die Glocken, ey. Die Glöcken. Der Klötsch hab ich, du. Der Klöckner, hier sitzt der Klöckner. Der Klöckler sitzt hier drin, der Klöckl. Ich hab den Klötsch gebrellt. Ein Klötschl. Klotzack. Nimm das, Klotzack. Aber die Folge ist eigentlich jetzt auch schon wieder rum, ne? Nimm das, was? Ja. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, Leute. Lasst eine Bewertung da, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Klotzack.